Das ist Walters iPod. Ein tolles Ding. Aber jetzt hat Walters iPod keinen Saft mehr. Ohne Strom ist Walters iPod gar nicht mehr so toll. Im menschlichen Leben ist es ähnlich. Das Glaubensbekenntnis bekennt die Gemeinschaft der Heiligen. Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden und so weiter. Die Communio Sanctorum, wie das auf Latein heißt, kann man in einem doppelten Sinn verstehen. Als Gemeinschaft heiliger Menschen oder als Gemeinschaft in heiligen Dingen. Communio Sanctorum. Die Kirchengeschichte hat uns schon gezeigt, dass das Wedeln mit einem Taufschein auch nicht den geringsten Hauch von Heiligkeit erzeugt. Die Gemeinschaft der Heiligen im ersten Sinn wären also jene Glieder am mystischen Leib Christi, die durch die Gnade lebendig mit Christus verbunden sind. Interessant für uns hier an dieser Stelle ist aber vor allem die zweite Deutung, die Communio Sanctorum als Gemeinschaft in heiligen Dingen. Sie bezieht sich vor allem auf die Sakramente. Denn wenn auch die Kirche nicht der Aufenthaltsort superheiliger Menschen ist, so finden wir doch in der Kirche all die Mittel, die notwendig sind, um unser Leben zu heiligen. Für den Christen bedeutet dies in erster Linie, Christus ähnlich zu werden. Und da unser eigenes Bemühen oft reichlich schwach ist, unterstützt uns Gott mit seiner Gnade. Es gibt verschiedene Arten von Gnade. Vor allem drei sind hier von Bedeutung. Die heiligmachende Gnade ist die wichtigste. Sie hat eine verwandelnde Kraft in unserer Seele. Sie macht uns zu wahren Kindern Gottes und zur Wohnstatt des Heiligen Geistes. Die heiligmachende Gnade kann man sich verschieden vorstellen, als Kräftigung, so eine Art Spinat für die Seele, mit der wir nun wirklich die Werke Gottes vollbringen können. Als Schmuck der Seele, die sie zu einer würdigen Wohnstatt Gottes macht. Als Licht, in dem wir unser Ziel, Gott, erkennen können. Und den Weg, der zu ihm führt. Denn wer im Dunkeln herumstolpert, kommt für gewöhnlich nicht weit. Je heller das Licht in uns leuchtet, desto klarer können wir sehen und erkennen. Im ersten aller Sakramente, der Taufe, wird dies symbolisch durch die Taufkerze ausgedrückt. Wir empfangen das Licht Christi und sollen es lebendig bewahren in unserem Herzen. Wie schon das Bild der Kerze zeigt, können wir die heiligmachende Gnade vermehren. Man könnte sagen, man wird mehr und mehr ein leuchtendes Beispiel. Man lässt mehr und mehr Gott und sein Wirken durchscheinen. Aber natürlich geht es auch andersherum. Durch jede schwere Sünde, durch jede wissentliche und willentliche Abwendung von Gott in einer schwerwiegenden Sache, können wir das Licht unseres Herzens auslöschen. Nur Umkehr und Versöhnung können es neu entzünden. Christus hat seinen Jüngern im Vergebungsdienst der Beichte ein eigenes Sakrament hinterlassen. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Neben der heiligmachenden Gnade gibt es aktuelle Gnaden. Sie stützen und begleiten unser menschliches Handeln, damit uns das Gute gelingt. Drittens gibt es äußere Gnaden. Es sind Gaben, ja Geschenke Gottes, die uns umgeben. Eine solche äußere Gnade kann beispielsweise die Begegnung mit einem Menschen sein, der uns im Glauben tiefer führt. Es können auch irdische Güter sein, die wir nach dem Willen Gottes zu unserem Wohl und dem anderen zum Segen werden lassen. All diese Gnaden beziehen wir von Gott, genauer gesagt von der Erlösungstat Christi. Sein Akt der Liebe am Kreuz hat, wie wir bereits gesehen haben, einen unendlichen Gnadenschatz erworben, der alle Sünde und Unvollkommenheit aufzuwiegen vermag. Damit die Heilstat Christi für uns wirksam wird, müssen wir sie in unser Leben aufnehmen und Christus nachfolgen. Ihm versuchen, ähnlich zu werden. Dies geschieht nicht so sehr durch unsere eigene Anstrengung, sondern durch Gottes Hilfe, die er uns in den Sakramenten zuwendet. Sakramente sind äußere Zeichen, die von Christus eingesetzt sind, um eine Gnade zu bezeichnen und diese Gnade auch zu bewirken. Die verschiedenen Arten von Gnade kommen nicht nur über die Sakramente zu uns.
Gerade äußere Gnaden erreichen uns natürlich auf einem anderen Weg. Auf eine Weise sind sogar die Sakramente selbst eine äußere Gnade, denn sie sind äußerlich sichtbare Handlungen. Aktuelle Gnaden, die man auch helfende Gnaden nennt, erwirken wir oftmals durch das aufrichtige Gebet. Aber selbst die heiligmachende Gnade kann uns auf einem anderen Weg geschenkt werden. Deus non alligator sacramentis heißt eine theologische Maxime. Das heißt, Gott ist nicht an die Sakramente gebunden. Aber so könnte man sagen, wir für unseren Teil, wir sind an die Sakramente gebunden, denn sie sind für uns der normale Weg, den uns Gott geschenkt hat, um die Gnade, allem voran die heiligmachende Gnade, zu erlangen und zu vermehren. Der Mensch erfährt seine Umwelt durch die Sinne. Wir sehen, wir hören, wir riechen, wir schmecken. Wir nehmen die Umwelt auf durch unsere Sinne. Und so handelt Gott unserer Natur entsprechend nach Sinnbildern an uns. Sinnbildern, die wir verstehen können. Das Wasser der Taufe zum Beispiel lässt uns begreifen, dass die Gnade, die wir in diesem Sakrament bekommen, uns genauso innerlich reinigt und zu einem neuen Leben beruft, wie eben das Wasser, das für dieses neue Leben steht, für diese Reinigung. Die Gnade wird also bezeichnet mit einer passenden, sichtbaren Handlung und mit Worten, die das, was innerlich geschieht, zum Ausdruck bringen. Die Sakramente sind aber nicht einfach nur der Anlass, wo Gott uns Gnade schenkt, sondern die Sakramente selbst als von Christus eingesetzte Zeichen bewirken die Gnade. Allem voran, wie wir schon gesehen haben, die heiligmachende Gnade. In den Sakramenten erhalten wir sie oder sie wird uns vermehrt. In manchen Fällen vermitteln uns Sakramente auch ganz besondere Gnaden, etwa bei der Priesterweihe oder auch beim Ehesakrament. Gnaden, die uns helfen, in einem gewissen Lebensstand zu leben. Wir bekennen als Christen, dass Jesus alle 7 Sakramente eingesetzt hat. Manche davon hat er sehr genau festgelegt, wie die Taufe, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, oder die Eucharistie, das ist mein Leib. Andere Sakramente, die wurden der Kirche in allgemeiner Form anvertraut. So hat Christus zum Beispiel zu den Jüngern gesagt, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Er hat ihnen also diesen Versöhnungsdienst, diesen Befreiungsdienst von der Sünde anvertraut. Wie aber die Kirche das gehandhabt hat, das war in der Geschichte unterschiedlich. In der frühen Kirche mussten schwere Sünden und Vergehen direkt beim Bischof bekannt werden. Und dort erhielt man dann eine öffentliche und oft auch sehr lange Buße. Das Ganze hat einen pädagogischen Sinn. Bevor man mit der Kirche wieder versöhnt wurde, sollte man durch die Buße die Echtheit der Reue zeigen und auch dieser Sünde gute Taten gegenüberstellen sühnend. In dieser Bußzeit durfte man nicht zur Heiligen Kommunion hintreten und oftmals im hinteren Bereich der Kirche Platz nehmen. Erst dann, nach Ablauf der Bußzeit, nach Verrichten der Buße, wurde man wieder mit der Kirche versöhnt. Ein Echo dieser Praxis findet sich übrigens oft in alten Gebetsbüchern. Wenn man dort nachsieht, gibt es Gebete, unter denen dann zum Beispiel 30 Tage Ablass steht oder 100 Tage Ablass. Das heißt, in Bezug auf die alte Bußpraxis hätte das bedeutet, dass man die Zeit der Buße um 30 oder um 100 Tage abkürzen konnte, wenn man dieses Gebet, diese Gebetsübung, die die Kirche vorgeschlagen hat, andächtig verrichtet hat. Damals in der frühen Kirche hätte man jedoch kaum durch das Beten eines einfachen Gebetes die Bußzeit so einfach abkürzen können. Die Form der Beichte, so wie sie heute üblich ist, hat sich langsam aus der klösterlichen Praxis entwickelt. Die Buße ist nicht mehr öffentlich und wird im Normalfall nach der Lossprechung verrichtet. Aber auch jetzt ist die Buße ein integraler Bestandteil und ein notwendiger Bestandteil, damit die Sündenvergebung Wirkung zeigt. Sakramente sind also äußere Zeichen von Christus eingesetzt, um eine Gnade zu bezeichnen und diese Gnade auch zu bewirken. Sie sind unser wichtigstes Mittel, um in der Christusnachfolge voranzukommen. Und sie stützen uns auf verschiedene Weise auf unserem ganzen Lebensweg. Im Leben gibt es Höhen und Tiefen, ein Auf und Ab. Es gibt auch wichtige Abschnitte und Punkte. Mit der Taufe, ob sie einem Kind oder einem Erwachsenen gespendet wird, beginnt eine echte Gotteskindschaft.
Die Firmung stärkt den Menschen. Er soll furchtlos und auch im Gegenwind firm, also feststehen können. Er soll den Glauben mutig nach außen hin verkünden. Die Ehe oder die Weihe stützen uns im Leben einer bestimmten Berufung. In gefahrvoller Krankheit hilft die Krankensalbung dem Leib und vor allem der Seele bei ihrem schweren, vielleicht auch letzten Gang. Zwei Sakramente sind besonders häufig unsere Stützen. Die Eucharistie entspricht der irdischen Nahrung. Sie stärkt das übernatürliche Leben in uns und verbindet uns immer enger mit Christus. Die Beichte hingegen hilft uns im Kampf gegen die Sünde. Sie stärkt uns im Guten und stellt uns wieder her, wenn wir die Gnade Gottes verloren haben. Diese beiden Sakramente, die Eucharistie und die Beichte, wollen wir daher in den folgenden Episoden noch ein bisschen genauer betrachten. Drittens gibt es dann noch Überlegungen zur Ehe. Es gibt eigentlich kaum einen Bereich der kirchlichen Lehre, der heute so bekämpft und nicht verstanden wird, wie all das, was die Kirche sagt zum Verhältnis von Mann und Frau, zur Sexualität und dieser besonderen Beziehung, die eben in der Ehe gelebt wird.